the recorder when is simplicity, I don't know if it's right in English, no? Simplicity, simple instrument somehow, no? It's just this tube, no key. I mean, it's very simple. Antonio Politano ist ein ganz bekannter Blockflötisten, die vor allem in zeitgenössischen Musik sehr viel getan hat für die Blockflöte. Ganz viele Komponisten und Komponistinnen haben für ihn Stücke geschrieben. Und er hat natürlich immer dann diese Stücke mit der Komponistin gearbeitet. Und das macht natürlich das so ganz besonders, dass er dann jetzt auch mit unseren Studentinnen diese Stücke einarbeiten könnte. And after he say with accelerando, yan tan 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 tan. So I have to think yan tan 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 tan. You have to arrive to the pause. Über Antonio kann ich erzählen, dass es ist jemand mit einem großes Herz, aber auch mit ganz viel Präzision in alles, was er irgendwo wünscht. So in die Stücke, dass man dann vorbereitet, würde er ganz viel Präzision immer wünschen. Und er hat natürlich ein unglaubliches, starkes Temperament, die natürlich die Energie auch weitergibt an unsere Studentinnen. You have to feel this. Resist. And here is you. They say, okay. Is that too? And this is the piece. Also Ende ist ein sehr besonderes Stück. Es ist total kurz. Und ich würde sagen, das Besonderste daran ist eigentlich, dass es rhythmisch total präzise ist und eigentlich total simpel aufgebaut. Also es gibt immer ein Motiv, das geht das ganze Stück durch. Und es wird immer mit den Akzenten leicht verändert. Und das ist sehr an dieses Mechanische angelehnt, denn Andresen war sehr fasziniert von Maschinen und von diesem Klang. Because I find that when recorder play the note, I mean, in contemporary music, it's not instrument so interesting. The dynamic is very little, so there is the same problem even more than when you try to play Carl Philipp Emanuel Bach with the recorder. I don't like to play limit. I mean, to go in concert with limit. When you play Berio, you play Austro, you play Seascape, you play 1,000 other pieces. Now we have, you have no limit. I always say that our gesture are our gesture, and after there is the style. I think if I think piece for recorder, no, the C minor concerto, there is this. But I mean, if we take I don't know, is Xenakis would make, but it's the same gesture. Einige von den Stücken, womit er gearbeitet hat, ist zum Beispiel Gesti von Berio. Das ist ein Stück, das 1966 für Franz Brüggen komponiert wurde. Und heute war es gespielt von Marie Erndl im Konzert. When I think about this thing and we speak about contemporary pieces like Berio, I was born in 69. So
Berio is not so contemporary for me because I was not alive still in 66, no? Errara as well is the same years, no? And so interpretation is something that has to see with the text, with the tradition that there was and in the period in which was written, because music is something that needs the convention, because after we have to read. Andere Stücke waren zum Beispiel auch Außer Atem von Moritz Eggert. Außer Atem, die natürlich, wie natürlich die Blockflöte, ein Windinstrument ist, um den Atem geht, und dass es eigentlich unglaublich lange Sätze gibt, wo man eigentlich nicht atmen kann und dass man damit außer Atem wird. When the instrument has this flexibility, some instruments so easy to say well, the different affetti, this fascinates me very much. Ein Stück für Petzold Bass, also eine moderne Blockflöte. Und ähnlich wie das Stück von der Paula ist es eigentlich relativ simpel aufgebaut. Es gibt eigentlich nur ein repetitierendes Muster, ein Muster, das sich immer wiederholt. Und am Anfang hört man nur Ghost Notes, also nur Klappengeräusch, und dann kommen immer mehr Töne dazu. Und das Besondere an dem Stück ist, dass es noch Elektronik dabei hat, und zwar in Form von einem Octaver. Das heißt, bei manchen Passagen hört man eben noch eine Oktave tiefer dazu. Genau, und ich glaube, das rückt die Blockflöte nochmal in so ein cooleres Licht.